Hallihallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns zusammen Aquarist an. Ist so ein Aquariumsimulator, wo man halt seine Aquarien gestaltet, die Fische reinsetzt und die Pflanzen und Steine und Dekokrams und ja. Fand ich ganz interessant, den Entwicklern das Key zur Verfügung gestellt und kostet aktuell auf Steam 7 Euro, normalerweise 8 Euro, also 8,20 Euro. Sind gerade 10% drauf und ja, ich fand sowas immer ganz interessant. Sah von den Bildern auch, von der Grafik gar nicht schlecht aus. Designer-Modus kann man wahrscheinlich einfach Planko wie so ein Sandbox-Modus. Einfach alles machen, was man will. Aber wir machen mal ein Abenteuer. Und gucken mal, was unsere Aufgaben so sind. Sohn, 14. Geburtstag, wir kriegen ein Aquarium. Das der Vater vollgefüllt mit Wasser hier hereinträgt. Starker Typ. Alles klar. Wie gesagt, Grafik ist echt gut. Nette Details. Kamera bewegt sich smooth. Okay, aus dem Raum hier kommen wir nicht raus. Drücken wir mal aufs Aquarium. Richtige Art von Fischen, Pflanzen und Deko zu wählen. Ja. Sonst, das und das ist schlecht und das ist gut. Alles klar. Die Art des Wassers ist hier grün. Temperatur 18 Grad, 150 Liter. Drücke Tab um, um ein Geschäft zu öffnen. Wahrscheinlich soll man mit Tab drücken, um ins Geschäft zu kommen. So, die Pflanzen, die blinken schon. Seetang. Ist aber alles gesperrt. Schaufel. Meersalz. Naja, hier gibt es auf jeden Fall Tools. Okay. Sand mit Erde. Sack mit Erde. Ja, schnell den helleren. So, wir haben 600 Dollar, 55 haben wir ausgegeben. Ja, haben wir doch. Wir haben auch einen Sack Kieselgedings. Ach, wir kaufen den anderen auch nochmal. Was soll der Geiz? Sind für beides geeignet? Ja. Wahrscheinlich brauchen wir hier auch noch die Schaufel auf jeden Fall. Nimm die neue Erde in die Schaufel. Wie soll ich das machen? Haben wir Inventar? Nee. Ah, hier ist auf jeden Fall die Schaufel. Ah. Alles klar. Bis der Gringel voll ist. So, kaufen Stein. Den kriegen wir auch hin. Die sind wohl gesperrt, dann können wir nur den kaufen. Na gut. Größe, aha. Wir behalten mal den 10er.
kann es bewegen. Kaufe 4 Gegenstände. Nein, kaufe und sammle 4 Gegenstände im Inventar. Etwas. So. Allerdings auch physikalisch korrekt. Wenn der ablegt, passt er sich an den Boden an. Nicht schlecht. Mal ranzoomen müsste man noch können. Erstmal den Baum aufrecht stellen. Gar nicht so leicht. So sieht er halbwegs gerade aus. Es fällt um. Nicht so schön. Ah, dann bleibst halt da liegen. Kaufen Filter. Noch die anderen Punkte. So, einfacher Filter. Ja, und wo ist das Ding? Ja, da oben steht er drauf. So, aktiviert, Gegenstand ist nicht unter Wasser, also muss er wahrscheinlich ein bisschen tiefer. Aktiviert, so, alles klar. Jetzt gehen wir an die Fische. Schalte den Filter ein. Achso. Jetzt kaufen wir eine Heizung. Aber das geht nicht ohne Thermometer.
Temperatur sind 20 Grad. So. Zwei Goldfische, 18 bis 24 Grad. Oh ja. Das haben wir auf jeden Fall. Oh, nochmal ein Grad höher. So. Da haben wir genau die Mitte. Hunger, Temperatur, Vegetation. Brauchen wir auf jeden Fall Pflanzen. Okay, dann mal Fischfutter kaufen. Pflanzen können wir noch nicht. In die Futter. Ah, hier unten. Auf jeden Fall brauchen wir Vegetation. Kaufen wir davon zwei. Davon auch. Nicht so easy, hier so einen richtigen Punkt zu finden, wo man es setzen kann. So. Jetzt soll es denen auf jeden Fall gut gehen. Oh, sind drei Fische, haben die schon vermehrt. Unglaublich. Na, wir haben einen Fisch gezüchtet. Den können wir jetzt verkaufen. Dann kriegen wir Geld. Okay, das Zeug können wir auch wieder verkaufen. Nice.
jeden Fall sind die Fische happy. Oh, da ist sogar noch ein kleiner Fisch. Okay, also die Originalfische sind nicht so viel wert wie die frisch gezüchteten. Wow, 4 Fische schon wieder. Geht gut ab. Na gut. Das war auf jeden Fall Aquarist. Ist auf jeden Fall interessant. Und für alle, die ein bisschen auf Aquarium-Design und Aquarium gebastelt steht, sieht super aus. Lässt sich auch super spielen. Ist ein bisschen manchmal fummelig bei kleinen Aquarien. Aber funktioniert echt gut. Ich bin mal gespannt auf die nächsten Karten und auf die nächsten größeren Aquarien. Aber kann man empfehlen für den kleinen Preis. Kann man auf jeden Fall mal sich anschauen. Damit bin ich erstmal wieder raus. Danke fürs Zusehen und bis bald.